herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Bewertung von Marken ist heute das Thema. Es gibt unzählige Verfahren, um Marken zu bewerten. Unsere virtuelle Heldin Maria Musica hat ihr Tanzstudio Marimba mittlerweile zu einer Kette ausgebaut und möchte die Marke nun in der frisch gegründeten AG bilanzieren. Die Bewertung von Marken ist eine schwierige Angelegenheit. Deshalb bin ich froh, dass uns heute Alexander Biersalski dabei hilft, die Bewertung von Marken besser zu verstehen. Zu den Kunden seiner Firma Biersalski & Company zählen zahlreiche namhafte Unternehmen, angefangen von Großunternehmen wie BMW und Bosch bis hin zu mittelständischen Markenartiklern wie Underberg oder Katjes. Alexander Biersalski ist einer der Vorreiter bei der Standardisierung und Anwendung der monetären Markenbewertung in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sein können. Hallo Herr Dr. Klesen, schön, dass ich heute bei Ihnen im Markenpod sein darf. Können Sie mir kurz was zu Ihrem Unternehmen erzählen? Ja, sehr gerne. Biersalski & Company ist angetreten, um den Nachweis zu führen, dass die Marke ein werthaltiges Asset ist. Das ist eine sehr spezielle Positionierung. Wir verbinden damit zwei sehr unterschiedliche Kompetenzen. Auf der einen Seite die emotionale Kompetenz, Marken zu fühlen und zu verstehen, wie stark eine Marke verankert ist, und auf der anderen Seite die finanzwirtschaftliche Kompetenz, das heißt auch nachzuvollziehen, welchen Wertbeitrag bzw. welche Wertschöpfung eine Marke generiert. Das klingt erstmal ein bisschen schizophren, aber das ist das, was uns auszeichnet, und auf dieser Grundlage unterstützen wir Unternehmen bei der Kapitalisierung von Marken auf Grundlage der monetären Markenbewertung als auch bei der wertorientierten Markenführung. Im Sinne, wie kann ich den Wert meiner Marke steigern? Unsere virtuelle Heldin Maria möchte jetzt die Marke in der frisch gegründeten AG als Teil des Firmenwerts bilanzieren. Geht das überhaupt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Grundsätzlich ist ja die Bilanzierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten nach den geltenden Vorschriften in Deutschland untersagt. Zu diesen immateriellen Assets zählt ja auch als wesentlicher Bestandteil die Marke. Und da Maria Musica ihre Marke jetzt selbst erschaffen hat und eben nicht erworben hat, würde dieser Sachverhalt dann unter die genannten Maßgaben fallen. Allerdings gibt es auch im Bereich der Marke und im Bereich der damit verbundenen Bilanzierung oft Ausnahmen. Wenn jetzt Maria Musica zum Beispiel die Markenrechte in der neu geschaffenen AG einlegt, was ja in diesem Fall nachzuvollziehen wäre, weil die AG ja gerade gegründet worden ist, hätte ja ein Markentransfer stattgefunden und damit eine Veräußerung, und damit wäre auch eine Bilanzierung möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass ein entsprechender Preis für die Markenrechte seitens der AG bezahlt wird, zu dem dann die Marke in der Bilanz aufgenommen werden würde. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo man eine monetäre Markenbewertung bräuchte. Es geht jetzt darum, weil dieser Markenwert ja nicht irgendwo automatisch niedergelegt ist, diesen Wert, also diesen Preis der Marke zu bestimmen. Und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wie würde man denn jetzt den Wert in diesem konkreten Fall bestimmen, wenn sie eben vorher ein kleines Tanzstudio hatte, dieses Marimba genannt hat, dann ist es immer größer geworden, jetzt hat sie eine Kette geschaffen und eine AG gegründet. Wie würde man jetzt den Wert genau ermitteln? Also zunächst mal freue ich mich, dass Maria Musica mit ihrem Tanzstudio so erfolgreich ist. Von daher gesehen hat sie auch, wenn sie entsprechend eine Präsenz im Markt aufbaut, auch eine gute Möglichkeit und gute Voraussetzung, hier im Endeffekt einen Markennamen aufzubauen. Von der Bewertungsseite her, es existiert eine große Anzahl von verschiedenen Bewertungsmethoden. In der Vergangenheit haben wir ganz häufig gesehen, dass beispielsweise der kostenorientierte Ansatz gewählt worden ist. Das ist ein Verfahren, wo letzten Endes die Kosten, die in die Marke investiert worden sind, insbesondere Kommunikation natürlich, aber auch Vertriebskosten oder Produktentwicklungskosten, also alles, was am Schluss in die Markenwahrnehmung einzahlt, dass das aufsummiert wird. Das Problem ist dabei nur, dass ein potenzieller Käufer in der Regel ja nicht rückwärtsgewendet die Frage stellt, was ist denn bisher in die Marke investiert worden, sondern vielmehr die Frage beantwortet haben möchte, wie viel Geld kann ich in der Zukunft mit der Marke letzten Endes
verdienen. Und vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten Jahren die sogenannten Discounted Cashflow Ansätze durchgesetzt. Also das ist, die beantworten die Frage, wie viel Geld man mit einer Marke verdienen kann. Und wir haben seit 2007, was die Verfahren anbelangt, auch eine Klärung erfahren, seitdem der IDW, das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer, als maßgebende Instanz auch definiert hat, dass die sogenannte Mehrgewinnmethode, die wir auch bei uns entwickelt haben, das anzuwendende Verfahren ist, was auch vorzuziehen ist. Dieses Verfahren würden wir auch bei Maria Musica anwenden und auf dieser Grundlage die Frage beantworten, wie viel mehr Absatz bzw. welchen Mehrpreis kann ich erzielen, aufgrund dessen, dass ich die Marke einsetze bzw. besitze. Das ist natürlich in jeder Branche etwas unterschiedlich, wie man diese Mehrgewinnmethode letzten Endes ansetzt. Bei Dienstleistungen geht man da ein bisschen anders vor als bei klassischen Produkten. Bei Maria Musica, das ist ein ganz normaler Fall. Wir würden letzten Endes die Leute befragen und zunächst mal feststellen, wie stark ist denn die Marke eigentlich bei der Zielgruppe verankert? Also wie viele Menschen kennen die Marke? Welche Kompetenzen werden mit der Marke verbunden? Wie sieht die emotionale Beziehung auch aus zwischen den Tanzwütigen und dieser Marke? Schreiben die letzten Endes der Marke eine hohe Sympathie zu oder haben die auch ein hohes Vertrauen? Und auf dieser Grundlage muss am Schluss ja ein Verhalten irgendwo entstehen, wo man sagt von wegen, ja, ich kenne die Marke und ich habe gehört, die sind sehr, sehr gut und deswegen gehe ich dorthin, um den Tanzkurs zu absolvieren. Und ich weiß auch, die sind ein bisschen teurer, aber ich habe auch gehört, die machen wirklich einen guten Job. So, und diese Kauf- und diese Preisbereitschaft würden wir auf Grundlage dieser Befragung letzten Endes herausarbeiten und dann nochmal im Markt, im konkreten Wettbewerbsumfeld abgleichen, um zu sehen, sind denn die anderen Tanzstühle tatsächlich etwas günstiger. Und mit diesem Vorgehen bekommen wir im Endeffekt den Umsatzanteil raus, den die Maria Musica mit ihrer Marke erzielt. Davon sind die Kosten abzuziehen und somit bekommen wir den Cashflow der Marke Maria Musica. Und das wird dann eben diskontiert, wie bei einer ganz klassischen Unternehmensbewertung. Und am Schluss entsteht so der Markenwert. Sehr interessant. Also das war für mich jetzt auch neu teilweise. Bewertet man die Marke jetzt für verschiedene Anlässe mit verschiedenen Methoden? Oder welche sind aus Ihrer Sicht überhaupt die häufigsten Anlässe, um Marken zu bewerten? Also die häufigsten Anlässe, um Marken zu bewerten, es teilt sich etwa 50-50 auf, zum einen Kapitalisierungsthemen und zum anderen Markenführung. Im Rahmen der Markenkapitalisierung ist natürlich eine ganz häufige Anwendung naheliegend die Markentransaktion, also wenn Marken gekauft bzw. verkauft werden und ein objektiver Kaufpreis festgestellt werden soll. Wie gesagt, dieser Markenwert ist ja nicht irgendwo, steht nicht in den Büchern, ist auch nirgendwo niedergeschrieben. Er ist in den Köpfen und Herzen der Zielgruppe zunächst mal verankert bzw. wird dort ausgelöst. Und von daher gesehen muss man einen gewissen Aufwand betreiben, um einen objektivierten Markenwert festzustellen, wo dann beide Seiten, Käufer und Verkäufer, auch sagen, jawohl, das ist im Endeffekt jetzt ein Wert, auf den man sich irgendwo einigen kann. Ein weiteres spannendes Anwendungsfeld im Rahmen der Markenkapitalisierung ist das Thema Finanzierung. Wir erleben immer häufiger, dass auch Banken die Marke als werthaltiges Asset und damit als Grundlage zur Besicherung akzeptieren. Hat auch damit zu tun, dass die Marke, wir haben über 500 Bewertungen gemacht in den letzten Jahren, einen sehr hohen Anteil am Unternehmenswert ausmacht. Also wir haben gesehen, dass im Durchschnitt etwa 40% des Unternehmenswertes auf die Marke entfällt. Und damit kommen auch Banken immer mehr in die Situation, dass sie letzten Endes diesen sehr werthaltigen Teil des Unternehmenswertes genauer betrachten müssen bei der Besicherung von Finanzierungen. Darüber hinaus wenden wir den Markenwert auch im Rahmen von Vehikeln an, wie Sell und Leaseback oder auch von Markenanleihen. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Im Rahmen der wertorientierten Markenführung beantworten wir mit der monetären Markenbewertung bzw. Wertschöpfungsanalyse die Frage, inwieweit lohnt es sich eigentlich, in die Marke zu investieren? Investieren wir ausreichend oder investieren wir zu viel? Das heißt, da geht es um eine ganz betriebswirtschaftliche Sichtweise auf dieses immaterielle Thema Marke, um zu sagen, ist es wirklich sinnvoll, wo wir investieren?
mit welchen Inhalten transportieren wir die Marke eigentlich und verdienen wir ausreichend Geld mit dieser Marke. Also es geht darum, letzten Endes den Unternehmenswert mit der Marke zu steigern bzw. zu erhalten. Und damit ist die Marke inzwischen auch ein ganz klassischer Teil der Unternehmensführung geworden. Und wir sehen immer häufiger, dass die Markenverantwortung auch in der Unternehmensführung platziert wird. Sehr spannend. Wenn Maria Musica oder die Zuhörer noch Fragen an Sie haben, wie könnte man Sie am besten erreichen? Ja, das Thema Markenwert, Sie haben es jetzt gerade gemerkt, ist durchaus ein komplexes Thema. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, den persönlichen Kontakt zu suchen. Sie können mich gerne anrufen unter meiner Büronummer. Das ist in München die 089-273-73-5401. Oder Sie senden mir einfach eine E-Mail unter bisalski@bisalski-company.com. Und haben Sie für unsere Zuhörer noch ein Schlusswort? Ja, anknüpfend an die Aussage vorhin, wie viel der Markenwert durchschnittlich am Unternehmenswert ausmacht, wissen wir, nichts ist wertvoller als ein guter Name. Und das ist ja mehr als ein Grund genug, sich mit Herzblut und betriebswirtschaftlichem Sachverstand mit der Marke auseinanderzusetzen. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com/markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenpod.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.